herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Heute werden die Signaturen eingebunden in das schöne Buch für meine Tochter zum Geburtstag. Ja, ihr fragt euch vielleicht, wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt, warum bindet sie denn jetzt die Signaturen ein, obwohl sie noch nicht mal rumgestencelt und gestempelt hat? Ganz einfach, diese Signaturen sind jetzt schon sehr bunt. Ich werde da wirklich ganz minimalistisch stempeln und stenzeln, weil ich sonst, glaube ich, das ganze Ding überfrachte. Gut, falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das gern, sehr gerne. Falls ihr Fragen habt, Kommentare und Co., haut das in die Kommentare. Ja, jetzt machen wir mal Folgendes. Wie gehe ich bei so einem Long Slim Journal vor oder wie gehe ich allgemein bei Journals vor? Ich gucke mir erstmal den Rücken an. Wir haben nach Adam Riese ein 35x35. Ich möchte jetzt von der Mitte aus, die ich nicht ganz getroffen habe mit diesem Ding, muss ich sagen, von der Mitte aus gehe ich, ja, ich gucke jetzt einfach gerade deswegen, also ich erkläre euch jetzt mal meine Gedankengänge. So, ich peile jetzt einfach mal ungefähr die Mitte. Ich muss rechts und links jeweils zwei Strippen, zweimal zwei Strippen machen. Und ich gehe immer von der Mitte aus, damit ich auch immer und auf jeden Fall treffe. Also ich muss halt das Cover und die Signaturen zusammenbringen. So, und da ich jetzt nicht durch das Metall hier in der Mitte stechen will, muss ich hier mindestens auf die 4 gehen. Und ich gucke mal, ob ich eine zweite Hand frei kriege. Mindestens da ist die 4 und da ist die 4. Das heißt, ich muss von der Mitte aus 4, 4 Platz lassen. Also 8 cm in der Mitte müssen frei bleiben. So, dann gehe ich auf 4. Jetzt gucke ich mal, wo ist denn der nächste, wo ich wirklich sinnvoll, wo es dann auch gut aussehen würde. Wäre bei 10, würde ich sagen. Also setze ich bei 4 und bei 10 die Löcher. Nehme ich einen Stift und schreibe mir das auf, weil es kann sein, dass ich gleich Besuch bekomme. 4 und 10 schreibe ich mir jetzt hier an die Rand. Weil falls ich gleich Besuch bekomme, jetzt sitzt meine Katze auf meinem Fuß, das ist auch schön. Falls ich Besuch bekomme, müsste ich dann dieses Video kurz unterbrechen und dann später weitermachen. Und da ich ein Gedächtnis wie ein Sieb habe, so. Ja, fangen wir doch einfach mal mit der Signatur an. Bevor man jetzt hier irgendwie rumsticht, nennen wir es mal wirklich so. Ich höre Türen klappen. Bevor man jetzt hier rumsticht, schnapp ich mir wisst ihr was, das war die Müllabfuhr. Wir können weitermachen. Alles gut, es ist nämlich noch echt früh. Ich schnapp mir die Signatur, jetzt war ich abgelenkt. Und gucke, dass unten möglichst nichts rausguckt, weil ich, die wird ja irgendwo im Regal stehen, sagen wir mal so. Man stellt meistens Bücher irgendwo hin. Manchmal legt man sie auch hin, aber sehr, sehr oft stellt man sie hin. So, das heißt, ich möchte das so anordnen, dass ich unten nichts rausgucken habe. Das heißt, ich ziehe die Sachen so hoch, dass sie außerhalb der Signatur sind, also außerhalb des Randes so. Und passe das hier unten an, sodass hier nichts über den Rand fliegt und flattert. Das heißt, es steht prinzipiell alles eher oben raus. So. Ein Besuch ist doch da. Ich mache jetzt einmal eine Pause mit dem Video und mache dann gleich weiter. Tja, manchmal dauert das doch etwas länger. So, wir haben jetzt nicht ein paar Minuten später, sondern mittlerweile einen halben Tag später. Deswegen ist es gut, dass ich mir hier unter meinem Kaffee aufgeschrieben habe, 4 und 10 cm von der Mitte. So, was ich nochmal abschließend mache, ist hier alles ein bisschen zu rücken, zu schauen, dass hier unten vor allen Dingen nichts raussteht. Ja.
das Ganze nochmal so richtig runterklopfen. Hier steht noch ein bisschen was ab. Warum eigentlich? Warum steht da was ab? Na, ich denke mal, so ein bisschen, damit man leben kann. Guck mal, Bildausschnitt passt. So. Nun nehme ich mein Wertes Lineal. Schiebe das erstmal hier richtig zusammen. So. Jetzt muss ich hier mal einfach richtig gut die Mitte ausloten. Und zwar haben wir hier einerseits, ich muss das natürlich von außen messen. So. Das sind ja 30,5 cm. Das ganze Schatzi hier. Und hier haben wir die 10, da haben wir die 4, da haben wir die 4, da haben wir die 10. So, ich mache das jetzt mal ganz einfach. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Schön ist immer, wenn man sich dabei nicht selbst in den Finger sticht. So. So, das war die 4. Dann haben wir hier... Machen wir mal folgenden Spaß. Das ist die Leine, die ich mir hier ausgesucht habe, die wir benutzen wollen. Den Anfang verloren hat. Das ist eine gewachste Schnur, die ich jetzt hier einmal durch die durchs Viererloch durchpack, wenn sich das durchpacken lässt. Sehr schön. Weil damit halte ich nämlich hier den ganzen Zauber zusammen. Na, jetzt noch mal ein bisschen ausrichten, dass das halt auch wirklich, wirklich funktioniert. Und die 10 hier schnappe. Ich klinge wie die Lottozahlenfee. 4 und 10. Noch hier will ich jetzt durchstechen. Und möglichst genau in der Falze, nicht irgendwo daneben. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade nicht meine Birne im Weg gehalten, dass ihr nicht seht. Das wäre ungünstig. So, jetzt habe ich den ersten Teil. Wo hatte ich noch gleich meine Schere hingelegt? Da. So, bei uns 4 und 10. Und dann können wir das nämlich hier nämlich genau wieder anlegen. Ihr seht das hier, hier ist die 4, da ist die 10. Auch hier wieder. Strich mir durch, 4. Finger bloß nicht dahinter. Tut das nie, dass ihr hier den Finger hinter packt und damit Schmackes durchstecht. Es gibt mehr Spaß der Welt, als das zu tun. Das ist eine ziemlich dumme Aktion. So, wir sind wieder dabei mit einem Spiel. Wir legen hier das Lineal wieder bei der 4 und dort bei der 10 an. Und auch hier 4 und die 10 ist dort. Ich versuche wieder genau die Falz zu treffen und auch wirklich hinten im Knick rauszukommen. Und werde natürlich jetzt wieder meine Finger aus dem Weg nehmen. Ich nicht lebensmüde. Sonst hört ihr gleich einen ganz lauten Schrei, wenn ich das nicht tue. Das Ding ist nämlich mega scharf. Bonnie, du musst nur einen Moment warten. Ich bin hier gerade mitten am Tüdeln. Da du 2 Stunden lang in diesem Zimmer geschlafen hast, ohne dich zu rühren, wirst du das jetzt noch 1 Minute aushalten. Nicht so ungeduldig, kleines Kätzchen. Okay, es gestaltet sich schwieriger, als ich dachte. Dann lasse ich doch erstmal das Kätzchen raus. Schön, dass du hier so lange geschlafen hast und jetzt raus willst. Bitte sich da. Vermutlich wird sie gleich auf der anderen Seite der Tür wieder sich das anders überlegen und wieder rein wollen. Ihr kennt das ja mit der Brexit-Katze, ne? Ah.
manchmal muss man noch ein bisschen nachhelfen. Kleiner Tipp dazu, wenn der Faden irgendwie vorne schon ein bisschen ausgenudelt ist, dann schneidet einfach noch ein Stück ab. So, jetzt haben wir erstmal das hier zusammen. Zack, zwischendurch mal ein Tässchen Kaffee. Ich bin nicht heute Morgen tatsächlich mit Kopfweh aufgewacht, dann hilft manchmal Kaffee. So, zweite Signatur. Das Spiel Neues Glück. Auch hier möchte ich wieder nicht, dass hier irgendwas unten raussteht. Das heißt, ich werde hier und dann nochmal blättern und ein bisschen zupfen dürfen. Und welche Seite hier ein bisschen raussteht, ist diese hier. So, jetzt haben wir auf der Seite auch was, was raussteht, so ein Müll. Jetzt wollen wir die hier auch noch ein bisschen bewegen. Na, kommt ein bisschen mehr. Ja, wenn so ein bisschen ein Müll da unten raussteht, dann sei es drum. Manchmal geht es durch ein bisschen hin und her wackeln. Gut, jetzt habe ich irgendwie mehr rein runtergezogen als hoch. Ja, oben darf es rausstehen. Also oben darfst du rausstehende Seiten haben, aber nicht unten. Schön zusammensacken lassen. Ihr erinnert euch aus dem letzten Video, da habe ich die Mitte gemacht. Das Mitte gemacht. Also ich habe die mittleren Seiten eingebaut und daraus Pockets gemacht. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger zu sein zu durchbohren, weil die doch echt recht fest geworden sind. So, jetzt nochmal richtig schön reinschieben. Reinschieben, ranschieben, wollte ich sagen. Und jetzt sind wir bei, wie eben auch, 4. Und gleich kommt die 10 wieder. Das könnte, also ihr könnt auch gerne vorspulen, das ist überhaupt kein Thema. Das nehme ich euch nicht übel. Das kann schon mal vorkommen, dass man hier so ein bisschen länger fummelt und tüdelt und macht, bis es wirklich richtig funktioniert. Immerhin versuche ich euch jetzt nicht vorzuspielen, dass das alles easy peasy einfach ist und ich habe noch nie was anderes gemacht, als Löcher in ein Journal zu stechen. Nein, das ist schon ein bisschen tricky. Das Thema tricky. So, jetzt nicht die Finger dahinter. Wenn ich es mir recht überlege, sind die Löcher jetzt auch nicht viel kleiner, als die ich die im Top-Krabbedeil ziehen würde. Gut. 4 und 10 auf der einen Seite erfolgt. Nehmen wir wieder Maß. Ich glaube, da mal so die Seite rüber, dass ihr das gar nicht richtig seht. Ne? So, wir hängen hier auf der 4, da auf der 10. Das wollen wir beibehalten. Ich schiebe nochmal hier die ganze Mitte vernünftig ran. Wir sind noch weiter bei der 4 und der 10. Das heißt, auch hier werde ich jetzt in die 4 stechen. Wenn ich das jetzt hier so senkrecht runterstechen würde, würde ich neben der Falz landen. Das heißt, ich drehe den Piekser und versuche wirklich in der Falz rauszukommen. Ist mir auch gelungen. So. So, ich bin am
bisschen sequenziell heute unterwegs. Matter of fact. Shit happens. So, bei der 4 bin ich raus. Und jetzt kommt die 10. So, na das ging ja schön. Ich freue mich. So, jetzt habe ich erstmal die Signaturen entsprechend vorbereitet. Jetzt Signaturen zur Seite. Zack. Vorbereitung. Huh. Kaffee einfüllen, damit das hier weitergehen kann. Und jetzt habe ich folgendes Thema. Wenn ich jetzt von innen nach außen stiche, habe ich außen diese Vorwölbung. Möchte ich nicht haben. Ich werde das hier hier vornehmen. Ich überlege gerade, ob ich es optisch mittig mache oder mittig mache. Wenn ich es mittig machen würde, wäre meine Mitte hier und ich hätte das Ganze ein bisschen zu hoch gepackt. Ich könnte das allerdings auch einen halben Zentimeter hochsetzen. Was würde dann passieren? Dann würde oben was mehr rausstehen. Wäre gar nicht so schlimm, oder? Dadurch, dass ich unten ja auch... Ja, ne, gefällt mir eigentlich ganz gut. Dadurch, dass ich unten auch hier die ein paar Flusen noch mit rausstehen habe. Also machen wir hier ein Loch bei der 4. Ein kleines erstmal. Machen daneben auch ein Loch. Und zweites. Mal gucken, ob das ungefähr hin. Ja. Eins, zwei. Und bei der 10 ebenso. Eins. Abstand 2. Hier wird es ein bisschen schwieriger, einfach deswegen, weil die Farbe hier dunkler ist. Ich hoffe, ich kann das nach einer Seite gut sehen. 4. Und das Loch halt so ein bisschen zu verschieben. Ich muss die Löcher eh ein bisschen größer machen, dass der gewachste Faden durchpasst. So wird das vermutlich gut gehen. Auch hier werde ich ein bisschen das Loch ein bisschen vergrößern. Ich glaube, draußen brummt gerade noch eine Nisse vorbei. Das hört sich voll witzig an. So, an der Stelle halte ich jetzt wirklich meine Hand drunter. Aber deswegen, weil ich auch gefühlvoll hier steche und nicht voll durchziehe, sonst hätte ich hier gleich meinen Dorn in der Hand. Buchstäblich. Recht widerstandsfähig, das Papier. So. Noch. Und noch ein Loch. So, das sieht jetzt noch so ein bisschen wuselig aus. Ist es auch. Dann schauen wir mal, ob wir hier
Signatur. Jetzt muss ich mal gucken, was wollte ich nach hinten packen. Nach hinten wollte ich diese hier packen. Ne? Haben wir richtig rum? Haben wir richtig rum. So, jetzt wird es witzig. Und zwar wird es deswegen witzig. Die will ich nach hinten packen. Sie möchte nämlich... Tja, da hat mein Akku versagt. Mittendrin hat sich's zerlegt. Das, sag ich mal so, macht nicht so viel. Also habe ich euch einiges erspart. Das war nämlich ein ganz schönes Gefummel. Ich habe es jetzt geschafft, hier meine Kreuzbindung vernünftig zu machen. Ich habe es auch geschafft, die Signaturen hier immer recht stramm einzubinden, sodass sie sich nicht mehr bewegen. Und ich werde im nächsten Video dann mit der Dekoration fortfahren. Ich werde hier nicht übermäßig viel dekorieren, das sage ich euch jetzt schon, weil einfach meine Tochter auch Platz zum Schreiben haben soll. Und zum selber dekorieren natürlich. Ja, also muss ja nicht immer alles von mir kommen. Ne, hat ja schließlich gerade eine Einzelkunst geschrieben. Oder das geschrieben. Bekommen auf dem Zeugnis. Was mich natürlich sehr freut. Sie natürlich noch mehr, ganz klar. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das haben wir fertig. Es ist gebunden. Und mit diesen abschließenden Worten kann ich dieses Video beenden, weil im Endeffekt habe ich alles gemacht und euch schön vollgequatscht, ohne dass ihr noch auf Sendung wart. Naja, sowas kommt in den besten Familien vor. Ja, wie gesagt, die nächsten Sachen werden Deko, Deko, Deko. Ich freue mich, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt, falls ihr noch nicht vorher abgesprungen seid. Falls doch, habt ihr gar nicht mitgekriegt, dass mein Video abgekackt ist. So kann das laufen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Basteltag. Ich freue mich drauf, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.